Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte heute mal kein Update geben, sondern mal meine aktuellen Abgabetiere vorstellen, die ich noch nicht fotografiert habe. Und zwar gehe ich einfach durch, habe hier alle in Glasbecken getan, wo sie sich gegenseitig sehen können. Und habe jetzt nicht groß was aufgebaut, habe das schön hell gelassen. Und ich erzähle nicht viel zu den Tieren, ich zeige die euch immer kurz. Und ja, wenn euch ein Tier gefällt, dann klickt unten in die Infobox und da seht ihr meine Webseite und meine Facebook-Seite verlinkt. Über die Webseite erhaltet ihr Infos wie Versand betreffen und auch ein Kontaktformular, wo ihr mich per E-Mail erreichen könnt. Und auf Facebook könnt ihr mich halt über den Facebook Messenger schreiben. Wenn ihr euch für ein Tier interessiert, dann schickt mir bitte einen Screenshot aus diesem Video. Dann schicke ich euch den Preis und dann kommen wir hoffentlich zusammen. Und zwar ist es einmal dieses Tier, ist ein Nachzügler aus der Fancy-Verpaarung. Hat jetzt ein bisschen Farbe gekriegt und ja, sucht jetzt auf diesem Wege ein Zuhause. Dann haben wir eine Schwester bzw. einen Bruder. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich denke, es ist ein Weibchen, kann sich aber auch noch zu einem Männchen outen. Also eigentlich hat es weibliche Zeichen, aber wirkt teilweise sehr männlich. Deswegen ein schönes Mädchen oder ein schönes Männchen. Zur Abgabe, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, schwierig festzustellen. Ich denke aber, dass es ein Mädchen ist. Ich habe noch so ein Mädchen, könnt ihr euch ja sonst mal melden. Dann habe ich hier noch einen schönen traditionell gefärbten Kampffisch. Das ist noch ein sehr kleines Tier, noch sehr jung, das heißt, die Flossen werden auch auf jeden Fall noch richtig kommen. Vielleicht nicht so ganz das Flossenmonster, aber das ist ja auch ganz schön zum Anfang. Hat auf jeden Fall ein schön traditionell gefärbtes Tier. Der ist auch aus der Fancy-Verpaarung gefallen. Also ihr seht, da sind viele verschiedene Farben gefallen und auch traditionelle. Deswegen kann es sein, dass der auch noch marbelt. Okay, kommen wir zum nächsten Tier der Fancy-Verpaarung. Das sind jetzt alles Nachzügler. Das ist einmal das Tier. Ich glaube, der ist sogar aus der Kopperverpaarung. Tut mir leid, aus der ersten Kopperverpaarung ist das Tier. Er hat ein bisschen gelitten, weil ich dachte, es ist ein Mädchen, ist aber wohl doch ein Männchen. Ist noch auch noch sehr klein und regeneriert sich hier gerade aktuell im Einzelbecken. Und direkt daneben auch ein traditionell gefärbtes Männchen, was ich gerade in dem Filter versteckt. Okay. Auch das gibt es. Kein Drehbuch hier. Sind alles Tiere. Ja. Jetzt gerade mit dem Licht nicht so ganz. Ist aber auch rot-blau gefärbt, das Tier. Und sucht ebenso auf diesem Wege ein schönes Zuhause. Am besten vielleicht sogar ein 60er. Könnte auch ein Weibchen sein, aber ein sehr dominantes. Ich sehe immer einen Laichansatz, also könnte auch ein schönes Weibchen sein. Auf jeden Fall super schönes Tier, wie ich finde. Und ich gebe sie auch sehr ungern ab, aber ich habe leider keinen Platz mehr. Okay, weiter geht's hier mit meinem Plakat, mit meinem Copper-Plakatmännchen. Ich habe sehr viel Algen hier auf der Scheibe, deswegen sieht man ihn nicht ganz so. Er relaxt gerade. Er braucht auf jeden Fall auch mehr als 40 Liter und sucht schon sehr lange und irgendwie will ihn keiner. Die meisten wollten verschicken. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihn per Versand zu bekommen. Ihr kennt ja die Bilder von ihm, die sind auch noch auf meiner Webseite. Ich möchte ihn jetzt nicht zu sehr ärgern. Na, jetzt doch nur noch scharf.
Yes. Okay, und dann gebe ich ein Pärchen meiner roten Hafenplakat ab. Ich habe jedes Pärchen einmal verpaart. Dieses Pärchen einmal verpaart, so rum. Das ist, glaube ich, der Mann von dem Pärchen. Ich würde euch da aber nochmal gesondert Bilder zukommen lassen. Na. Und ja, das ist das Männchen. Der jetzt aber keinen Bock hat, wie ihr seht. Auch hier sind die Scheiben nicht geputzt. Habe ich nur oben gemacht. Irgendwie hat die Kamera das nicht mehr so mit den Scharfstellen. Ist auch schon beim letzten Video aufgefallen. Ja, jetzt ist er auch mal wieder wach hier. Genau, also ein rotes Hafenplakatpärchen zum Züchten bis zur Abgabe. Die anderen Tiere sind eigentlich in der Regel alles Liebhabertiere. Okay, dann hatte ich euch beim letzten Mal ja auch dieses Tier gezeigt. Er sucht auch noch. Er wird wahrscheinlich genauso blaue Stellen kriegen in den Flossen wie das andere Tier, was ihr eben unten gesehen habt. Ist halt noch sehr klein. Okay, dann hatte ich euch ja schon beim letzten Update mitgeteilt, dass dieser Fisch, er hier, ich weiß nicht, ob es ein Mädchen ist oder ein Männchen, ich gehe mal vom Männchen aus, sucht ein Zuhause zum Direkteinziehen. Er hier. Dann kennt ihr ihn ja auch noch. Er sucht auch noch, weil ihn niemand irgendwie wollte bisher. Er ist der blaue. Huch, jetzt hat das Licht ein. Kennt ihr ja auch von diversen Fotos. Er sucht auch dringend ein schönes Domizil. Und er marbelt auch noch. Und er ist super fit für sein Flossenvolumen, finde ich. Und er kann locker in 30 Liter, sogar 40 könnte er. Und er ist nicht zum Verpaaren zu verkaufen, nur Liebhaber, bitte. Muss ich jetzt öfters schon mal absagen. Okay, dann hatte ich euch ja beim letzten Mal auch ihn hier gezeigt. Er sucht auch wieder jemand abgesprungen und auch sein Nachbar sucht immer noch, auch ein schönes Tier, wie ich finde. Und da ich die alle noch nicht fotografiert habe, habt ihr jetzt hier halt exklusiv, sage ich mal, die Möglichkeit, die Tiere zu bekommen, ohne dass ich sie ins eBay oder sonst wo reingesetzt habe. Und beide sind richtige Türmlebauer. Also die bauen hier um die Wette, die sehen sich normalerweise nicht. Und ihr seht ja, das an der Flosse ist auch schon super gut verwachsen. War ja beim letzten Mal schlimmer. Genau, die zwei Buben suchen und die anderen zeige ich euch gleich. Okay, und das sind meine letzten beiden. Einmal ein Snow White, eigentlich ein Cello, aber... Er ist einfach wunderschön, wenn er mal stillhalten würde. Er ist Cello in den Flossen, ein bisschen silbrig, ein bisschen blau mit drin und hat weiß-blaue Schuppen, die glänzend sind. Das Tier ist ein Marbeltier, muss ich dazu sagen, kann sein, dass er ganz schwarz wird oder wieder komplett durchsichtig, kann man nicht sagen. Er sucht auch super gerne dringend ein Zuhause. Sehr schönes Tier für ein sehr schwarz eingerichtetes Kampffischbecken. Vielleicht für jemanden, der ein bisschen skaten möchte. Super geeignet. Flossenvolumen ist auch in Ordnung. Er hat zwar Flosse, aber hat keine Probleme damit. Natürlich braucht er auch mal ein bisschen Abwechslung und Schwimmen. Ja, und hier ist der letzte Kandidat, der gerade hier hängt. Hat eben noch hier gedroht. Das ist einer aus der Black Copper Verpaarung.
auch ein Marbeltier. Oder ist aus der Marbelverpaarung, kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Tut mir leid. Er marbelt auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Kopperwurf Marbel drin war, dass die Mutter Marbel-Gen hatte. Ich kann es euch nicht genau sagen. Deswegen ist es eine Mischpackung. Und ihr seht, er sieht von beiden Seiten anders aus. Ein wunderhübsches Tier. Er hat ein bisschen auf den Auge, sieht aber noch super toll. Ich sag das Alter zu. Ein super schönes Tier. Seine Flossen sind auch noch sehr ausgebogen. Halt für den Individualisten, würde ich mal behaupten. Ja, und mit diesen zwei Tieren beende ich auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn euch ein Tier interessiert, was ich gezeigt habe, dann schickt mir einen Screenshot. Und dann hoffe ich, dass die Tiere ganz schnell ein neues Zuhause finden. Wie gesagt, Versand ist möglich. Alles Liebhabertiere, bitte dran denken. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!